kein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Dishonored, die Maske des Zorns. Ja, ich hatte meinen Computer ja neu installieren müssen, neue Festplatte drin. Jetzt kann ich eigentlich mehr aufnehmen. Jetzt habe ich eine größere Festplatte, doppelt so groß, also 1 TB jetzt drin. Na, jetzt muss ich leider vorspielen, weil der Idiot die Safe Games nicht gesichert hat, der hier gerade spielt. Ja, und habe jetzt erstmal weiter vorgespielt. Leider habe ich in der ersten Mission zu viele Menschen umgebracht. Ich bin da einfach ratzratz durch. Und das war's. Ich hoffe, ihr könnt mir hierbei verzeihen. Aber das kann man ja jetzt wieder gut machen, indem wir hier so gut wie gar keine töten. Ich hoffe, die Ratten werden es mir auch noch verzeihen. Die Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Auf geht's, es ist fast schon Mitternacht. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Hey, was gibt's? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, der Kleine da. Unmöglich. Hab sie selbst überprüft. Mach weiter. Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Können wir mal kurz hier gucken. 1, 2, 3, hoch! Aber da gab es jetzt nichts zu holen. Den ersten haben wir schon mal leise ausgeschaltet. Bitte. Ich bin etwas aufgewühlt. Ich habe heute schlimme Dinge gesehen. Ich kann nicht glauben, wie viele Leute... Achtung, Mitglieder der Wache. Dieser Bezirk wird ab sofort zum stark infizierten Gebiet erklärt. Die Bewohner müssen sofort zu benachbarten Bezirken oder zur sofortigen Deportation in den überschwemmten Bezirk geleitet werden. Bleiben Sie auf Ihren Posten, bis Spezialisten die infizierten Körper entfernt haben. So, schlaf da mal gut. Ich weiß auch nicht, warum die hier gerade nur mit 15 Frames ungefähr arbeitet. Ah, jetzt sind es ein paar mehr, aber trotzdem. Und das Ganze gerade ein bisschen huckelt. Aber auf jeden Fall hat meine Festplatte keine Fehler mehr. Und alles ist in Ordnung. So, jetzt weiß ich auch, warum die so gut angeordnet sind. Sorry. 1, 2, 3, hoch! So, wir nehmen das Teleportieren. Wir sollten ja nicht ins Wasser geraten. Ich glaube, das wäre nicht so gesund für uns. Ja. Lumpengräfin. So, zack. Hier kannst du im Notfall noch runterspringen. Selbstmord. Ja, da ist nichts. Ja, das hatte ich hier leider schon mal gespielt gehabt. Ey, das ist mein Hauptweg. Hatte ich schon mal gespielt gehabt. Weil die Aufnahme hat er auch nicht mit rüber genommen. Wie immer, ihr guckt euch's an. Ich scroll runter. Oh. Knochenakte verleihen übernatürliche Folterteile. Du findest sie. Ja, okay. Sollen sich mal die Fische drum kümmern. Können wir mal gucken. Gleich.
Ich spiele hier natürlich wieder auf schwer. So, wieder natürlich aufladen lassen. Sonst ist Energie weg. Hier schwimmt so ein böser kleiner Wicht herum. Man kann ja auch mit... Man kann nur mit Leichen nicht rennen, aber teleportieren kann man sich ja. Ja, komm, komm. Eins, zwei, drei, hoch. Hier sehen wir schon die Fische, wie die da dran zerren. Links halt, war Zoom. Sieht schon sehr ekelhaft aus. Gut, immer her damit. Eins, zwei, drei, hoch. Ah, super. Ich habe heute auch nur Glück. Haben wir hier was drin? Nee. Eins, zwei, drei, hoch. Okay, gehen wir weiter. Ihr müsst euch hier darauf gespannt machen, dass wir uns hier manche Sachen erkunden. Achtung, Bürger von Danburg. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus... Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Wir sind Oberaufseher Campbell für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. Ja, okay. Hier sind wir auch hoch. Essen tun wir gleich. Hier können wir nicht hoch. Und pass mal auf, wenn wir hier treffen. Vielleicht wissen es manche ja schon. Aber hier treffen wir jemanden. Lumpengreifen geht nicht. Denn du bist tot wie eine Maus. Wow. Liebster? Bist du es, mein geliebter Ehemann? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Natürlich. Aber ich hoffe, dass sie nicht unsere Frau ist. So, Betäubungsfeuer. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Mach auf, Großmutter. Ich hab was gehört. So eine Frage der Zeit, Freundchen. Gleich schlitze ich dich auf. Okay, einen haben wir verbraucht. Wohin bist du verschwunden? Oh.
Ich glaube, das waren alle Lumpenkrefe. Ich schmeiß ihn jetzt erstmal hier in die Ecke. Obwohl die ja nicht eigentlich ins Haus sollen. Aber es interessiert mich eigentlich die Lumpengräfin. Die hockt doch den ganzen Tag bestimmt nur dort und sagt Lumpengräfin, Lumpengräfin. Hier sind viele Ratten. Wenn wir viele Menschen umbringen, werden uns die Ratten angreifen. Zwei Betäubungspfeile. Ein Glas, eine Dose. Eine Urne. Lecker. Da gibt 50 Punkte. 50 Geld. Mann, Angst. Sonst haben wir hier erstmal nichts. Schließen wir nochmal die Tür unter uns. Hier gehen wir rein. Ja, eins von sieben Runen gefunden. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Gucken wir mal. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben, auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Ja, nur mich wundert gerade, dass die Festplatte so komisch ist. Also, wenn ich ein Vöglein wäre, so ruckelt, würde ich das essen wollen. Ja, das würde ich in der Tat. Muss ich mal schauen. Vielleicht noch mal defragmentieren, die Festplatte passt halt. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Ich auch nicht. Ohne jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen.